Ja, okay, der ist nass geworden. Hallo und herzlich willkommen zu Tap, Table and Beyond. Ich habe heute den Tom dabei und wir spielen nach dem Intro Kill Team. Intro! So, wir machen heute ein Kill Team Spiel. Ja. Es ist jetzt unser zweites. Richtig. Erst. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt keinen normalen Battle Report, sondern so ein kleines How to Play. Ja. Weil wir wahrscheinlich selber öfter noch in den Regeln ein bisschen nachschlagen müssen. Und da lassen wir euch ein bisschen teilhaben und erklären quasi auch Schritt für Schritt, welche Phasen das drankommen, was passiert und so weiter. Genau. Genau. Wir spielen jetzt noch keine Kampagne, sondern eine einzelne Mission. Ja. Welche Mission war das? Die erste ausgewogene Gefangene machen? Na? Das Ausspüren und Ausschalten. Genau. Aufspüren und Ausschalten. Das heißt, und ihr seht, wir sitzen draußen, es ist ziemlich warm heute. Wir haben 130 Grad, glaube ich. Ja. 130, 230 Grad, irgendwie sowas. Ich glaube, Ober- und Unterhitze. Ober- und Unterhitze. Und deswegen haben wir uns heute draußen im Garten aufgebaut. Wir haben schon die Aufstellungszone markiert. Und was war noch? Wir haben die Missionszielmarker aufgestellt. Die sind hier ungefähr 5 Zoll vom Mittelkreis entfernt. Genau, jeder Marker zum Schluss 3 Punkte, oder? Ja. Und jeder Killpoint quasi, ja, also jeder Kill ist ein Punkt. Gut. Und zum Spielen hat der Dominik eine ziemlich schlaue Erfindung gemacht. Da wir kein Killteam-Spielfeld haben, hat er hier einfach so einen Rahmen aus genau, magst du mal den festhalten? Ja. So, ich habe hier quasi in den Maßen 22 auf 30 Zoll mir im Baumarkt solche kleinen dünnen Holzlappen gekauft, habe die schwarz angemalt, habe da Magnete reingesetzt, dass man den zerlegen kann. Und jetzt kann man den quasi hinlegen, das ist jetzt wie so ein Bilderrahmen und das ist unser Spielfeld. Jetzt können wir quasi auf unsere normalen Spielmatten den Bilderrahmen drauflegen und da spielen. Ja, das ist super. Also nur als Empfehlung, wenn ihr sagt, ihr habt kein extra Spielfeld, ihr habt eine Matte oder irgendwas, dann baut euch da so einen Rahmen. Wie gesagt, ich habe ihn magnetisch gemacht, dass man auch schöner transportieren kann und das ist super praktisch. Genau, schön. Das Besondere an Kill Team ist ja natürlich wenig Modelle und aber auch vor allem das Gelände. Ja. Wie funktioniert denn das mit dem Gelände? Also das Gelände beim Kill Team ist sehr wichtig. Es ist eben so, dass man wirklich immer Sichtlinien ziehen muss, ob man anderen trifft oder nicht trifft. Und wenn ich jetzt auf so ein Modell schießen will und aus Sichtlinie meines Modells da durchgucke, und das gegnerische Modell verdeckt, gibt es Abzüge auf meine Trefferwürfe. Also da gibt es verschiedene Abzüge, da kommen wir noch im Spiel drauf. Wenn ihr das alles genauer sehen wollt, ich habe da auch schon ein Video gemacht zu den Kill-Team-Grundregeln. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man das Gelände hat, weil wenn ich jetzt diesen Thousand Suns Rubric Marine irgendwo hier in den Balkon zum Beispiel reinstelle, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht, ist er durch diese Bretter hier schon verdeckt zum Teil. Und der Gegner bekommt einen Abzug auf Schießen. Verdeckt, nicht verdreckt. Habe ich verdreckt gesagt? Verdeckt. genau, und deswegen ist das Gelände sehr wichtig und man muss wirklich auch nochmal ein bisschen besser aufpassen mit den Bewegungen. Man kann da nicht so schludrig spielen, wie man es ja beim Warhammer manchmal macht. Also es muss jede Miniatur wirklich genau bewegt werden. Es zählen sogar Drehungen in die Bewegung mit rein. Mhm. Habe ich gelesen, wobei ich nicht weiß, was das was bringt, weil es steht ja nirgends, dass das Modell in die Richtung schauen muss. Aber es zählen Drehungen. Das ist für Modelle mit schweren Waffen wahrscheinlich interessant. Eventuell. Wenn ich das Modell drehe, ist theoretisch eine Bewegung. Ja, aber es steht ja nirgends gelesen, dass man nur nach vorne wegschießen kann vom Modell. Das ist ein bisschen schwierig. Naja, wie gesagt, wir müssen uns selber noch reinfuchsen. Da müssen wir unser Gelände erstmal deklarieren. Genau, das stimmt. Weil nämlich verschiedene Geländezonen verschiedene Auswirkungen haben. Das ist, wer noch Warhammer in der 7. Edition gespielt hat, kennt das vielleicht noch. Es ist wieder ähnlich wie 7. mit gefährlichem Gelände und Ähnlichem. Also wir haben es letztens im Probespiel so gemacht, ich nehme jetzt das Killteam-Buch mal weg. Wir haben das Probespiel ähnlich gehabt, da war bloß das Häuschen oben drauf, weil das habe ich ja zum Glück modular gebaut. Dass man jetzt zum Beispiel diesen ganzen Weg, der hier außen rum geht, haben wir als gefährliches Gelände deklariert. Was wir aber letztens gesagt haben, was ein bisschen lästig war, weil man sich auf den ganzen Weg nur noch die halbe Bewegungsreichweite bewegen darf. Ja. Deswegen wollten wir das eigentlich dieses Mal nicht mehr machen, oder? Mit schwierigen und gefährlichen Gelände wollten wir jetzt komplett weglassen, weil es wirklich lästig ist, wenn man sie nur noch halb bewegen kann, weil es ist nichts vorgegangen, gell? Also es war wirklich schwierig. Ja, das wird dann auch mit Charges, also die Angriffsbewegung, es wird ja jegliche Bewegung reduziert. Mhm. Also.
Also würde ich heute sagen, wir lassen das Gelände alles normal. Wir machen kein gefährliches, kein schwieriges Gelände, weil das jetzt auf der Platte ein bisschen kompliziert wäre sonst. Weil wenn man, sobald man sich auf der Rinne dann nicht mehr richtig bewegen kann, ist das doof. Ja. Gut. Sonst die Bewegungsregeln wie im Grundregelwerk oder wie auch im Video beschrieben, machen wir. Wir werden jetzt dann gleich beginnen mit der Aufstellung. Erstmal, Entschuldigung, was spielst du heute? Ich spiele die Thousand Suns. Du spielst die Thousand Suns. Oh, wir haben das Wichtigste hier noch vergessen. Unser fast komplett ausgetrunkenes Tap-Bier hier vorne. Das kann man auch sehr gut als Geländestück verwenden. Du versteckst das gleich wieder. Ne? Jetzt, wo ich sonst immer schimpfe, dass man es nicht auf die Matten stellen darf, gell? Ich stelle es selber auf die Matten. Ist egal. Auf jeden Fall, du spielst die Thousand Suns. Was hast du jetzt da dabei? Halt mal andersrum, gell? Beim Killteam darfst du jetzt immer du zuerst vorstellen. Geil. Ich habe dabei einen Zauberer. Ganz normal mit Zaubererstab und Boltpistole. Der hat die Sonderfähigkeit Anführer. Das ist der die Command Points, die er gibt zusätzlich. Dann habe ich dabei einen Gunner. Das ist ein Rubrik Marine mit einer Soul Reaper Cannon. Das ist, kann er dann rumgehen, das ist eine schwere Waffe und bekommt keinen Abzug zum Schießen. Und für einen Command Point kann er einen zusätzlichen Schuss schießen. Schauen wir mal, wie das so ist. Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Dann habe ich einen Rubrik Marine, das ist ein ganz normaler, aber der hat einen Warpflammenwerfer und ist ein Sprengstoffexperte. Das heißt, er bekommt plus 1 aufs Verwunden gegen verdeckte Ziele. Dann habe ich einen Sangor-Chef, das ist ein Nahkampfexperte, das heißt, er hat eine Attacke mehr, das ist ganz cool. Und dann habe ich noch 5 Sangors mit Sangor-Klingen. Das war's. Gut, ich habe dabei und ich muss spicken, weil ich Das habe sind immer genau 100 Punkte. genau 100 Punkte. Genau, beim Kill-Team darf man eben 100 Punkte nur spielen. Genau. Die Punktekosten sind hier ein bisschen anders als im Warhammer 40k. Sonst sind die Regeln ja relativ ähnlich. Ich muss tatsächlich jetzt immer ein bisschen spicken, weil ich leider nicht das Talent habe wie der Tom, dass ich mir diese Fähigkeiten alle merken kann. Das macht dich wahrscheinlich zum besseren Spieler. Ich habe dabei Orks heute. Habe extra noch ein paar dafür angemalt auch. Und zwar habe ich einen Kommando-Boss-Knob, das ist mein Anführer. Der hat einen Spalter und der Anführer macht einfach, dass man in jeder Runde einen zusätzlichen Command-Point bekommt. Genau. Dann habe ich dabei einen normalen Boss-Knob mit fetten Spalter. Das ist mein Nahkampfspezialist. Weißt du, was der macht? Ja, plus 1 Attacke. Plus 1 Attacke. Dann habe ich einen Burner-Boy als Sprengstoffspezialisten. Plus 1 aufs Verwunden. Dann habe ich einen Burner-Boy Zeloten. Das ist Oh, Nahkampf plus irgendwie. 1 Attacke, wenn du angreifst. Genau, und Stärke. Ah, und Stärke. Plus 1 Attacke und Cool. Stärke, wenn man angreift. Genau, dann habe ich noch einen normalen Burner Boy. Sechsmal Orc Boys. Das ist schon cool. Sechs Boys, jede Menge. Mit Pistole und Knarre Spalter, genau, Knarre Spalter. Und einen Gretchen. Einen Grot, der vielleicht mit irgendjemandem mitläuft, weil da gibt es eben bei den Orks so ein besonderes. Es heißt ja nicht Stratagem, glaube ich, sondern so eine Taktik, so eine Ork-Taktik, dass ich quasi mit dem Gretchen so ein Gretchen-Schild machen kann, so ein Grottschild. Ich weiß sonst gar nicht, was ich für Taktikpunkte, für Fähigkeiten spielen kann. Müssen wir jetzt wirklich gucken. Ich habe es mir noch nicht so gut durchgelesen. Ich vergesse das auch immer wieder. Ich muss während dem Spiel schauen. Gut. Wir werden jetzt gleich die Kamera ein Stückchen umbauen und anfangen. Wichtig, wir würfeln jetzt als allererstes dann gleich mal aus, wer beginnt, oder? Also Ja. wer die Aufstellungszone aussucht. Ja. Und dann würfeln wir aus, wer als erster aufstellt, oder wie war das extra? Müssen wir nochmal Schauen wir nachschauen. nochmal kurz nach, dass wir keinen Fehler machen und dann sehen wir uns ein bisschen auf der Platte wieder. Wir beginnen jetzt mit dem Spiel. Jetzt würfelt jeder Spieler 2W6, also ich nehme die Testwürfel. Und, oh, eine 11, das ist schon mal gut. Gegen eine Oh, eine 9, 9. Wahnsinn. So, der höhere Würfelwurf darf jetzt entscheiden, welche Aufstellungszone das er wählt. Und ich möchte gerne, auch wenn ich jetzt alles dann umräumen muss, möchte ich gerne hier in das, obwohl ich bin ja eh so ein Nahkämpfer, verdeckt muss man sein. Muss man aber dann runter, das ist eine schwierige Entscheidung jetzt. Auf alle Fälle der, ich darf dann das erste Modell aufstellen. Genau, du darfst den ersten Job machen. Was, ich bleibe jetzt auf der Seite stehen aus Faulheit und probiere es einfach mal Ja. mit meinen Orks aus dieser seichten Gegend zu starten.
So, und jetzt wird eben anders wie bei Warhammer 40k abwechselnd aufgestellt. Genau. Also du darfst den ersten Drop setzen. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Dann, dann, dann. Der coole Typ mit dem Ballergerät stellt sich hier oben in Deckung. Genau, und der hat jetzt keine Deckung, weil er einfach in der Ruine steht, sondern eventuell, weil er zum Teil verdeckt ist. Genau. Das ist jetzt eben ganz wichtig. Durch den Felsen oder durch das Gras hier. Mhm. Gut, ich stelle meinen Kommando-Anführer gleich mal hier hinter diese Spindel. Da hat er jetzt eben von vorne weg auch, ist er verdeckt. Ich nehme meinen Flammenwerfermann und stelle ihn auch. Hinten ins Haus? Nein. Stell ihn mal noch hier. Mhm. Dann stelle ich gleich mal meinen Gretchen und der kommt mit hier zum Chef. Dann nehme ich meinen Chef und stelle ihn noch hier. Okay. Ich werde meinen. Das war eigentlich auch gar nicht so. Weiß nicht, ob das schlau ist. Ein paar Orks mal verteilen. Ja, ich möchte eigentlich schon schauen, dass ich die Dicken erstmal in eine Deckung kriege. Der fette Spalter kommt hier auch so ein bisschen hinter die Spindel. Mein Sanguar geht hier da rein. Mhm. Dann mein Zelot, also quasi der Angreifer Flamer. Jetzt muss ich gucken, ob ich hier, weil unter 1,5 Zoll muss man die Höhe noch nicht beachten. Das heißt, bis hier darf ich einfach runterspringen. Hey, 1,5 Zoll ist eine Menge. Okay, da darf er jetzt quasi, weil es nicht höher ist als 1,5 Zoll, darf er quasi noch runtergehen, ohne die Höhe zu berechnen. Okay. Dann nehme ich einen Sango und stelle ihn noch da. Mhm. Dann kommt mein zweiter Flamer hier hin. Ein Sango. Dann machen die Missionszielmarker auch Deckung eigentlich, weil die hoch stehen? Von mir aus. Okay. Dann stellen wir den hinter den Marker. Ein Sangor. Also das sagen wir jetzt einfach so, weil die Missionszielmarker ja nach oben ragen, ja, dass die auch Sichtlinie verdecken. Genau, die gelten wie Gelände. Genau, gelten wie Gelände. Das ist aber jetzt nicht regeltechnisch, steht da nichts dabei, das legen wir jetzt so fest. Ah, so viele Sangors. Ohne Deckung. Dann stellen wir hier einen Ork entgegen. Ein Sangor. Ein Ork. Ein Sangor-Schamane. Ein Ork. Fertig. Ein Ork, ein Ork, ein Ork. gut, nee, weißt du was? Einen Ork möchte ich gerne, den letzten Ork platziere ich hier hinten, hinter diesem Büschlein. Gut, das war's mit der Aufstellung und jetzt müssen wir quasi, jetzt geht auch schon die erste Schlachtrunde raus. Was man dazu sagen muss, wir haben jetzt nicht die Aufklärung, oder wie heißt es? Die Sonderregeln für die Missionen. Es gibt sowas mit Fallen und so weiter, das machen wir nicht. Genau, ich schaue mir ganz schnell nach. Ich glaube, Aufklärungsphase ist das eben. In der Mission steht das. Klär uns auf. Ich kläre euch auf, wenn ich die Seite im Regelbuch finde. Und waren die Missionen da davor oder danach? Ich weiß nicht. Jetzt, genau, die Aufklärungsphase. Da kann man quasi schauen, dass man Fallen stellt und so weiter. Das lassen wir jetzt einfach halt halber mal noch raus. Okay, dann müssen wir jetzt schon wieder einen Würfel werfen. Jetzt fangen wir quasi schon an mit Runde 1. Und jetzt beginnt es mit der Initiativephase. Genau. Wir gucken jetzt quasi, wer die höhere Initiative hat. Mit 2 wie 6 wieder. Ohne 9. 8. Eine 8. Die Orks beginnen. Die Orks beginnen. Das heißt, ich habe jetzt die höhere Initiative und jetzt sind wir schon in der Bewegungsphase. Jetzt darf ich quasi meinen ersten Ork bewegen. Und das geht dann immer, wie sagt man, rotierend oder alternierend, abwechselnd quasi. Genau. So, und ich bewege jetzt meinen normalen Orkboy, der darf sich 5 Zoll weit bewegen. Und, ach ja, genau, die Marker können wir wegnehmen. Und er dürfte quasi jetzt in der Bewegung eine normale Bewegung durchführen. Er dürfte rennen, das heißt die normale Bewegung plus einen W6. Und er dürfte auch gleich einen Charge ansagen. Weil
später kann man nicht mehr chargen. Genau, das heißt später immer, kann man nicht mehr chargen. Wenn ich jetzt ein Modell wähle, muss ich praktisch deklarieren, was er macht. Entweder er bewegt sich, er rennt, er greift an, oder ich kann sagen, er bewegt sich nicht, dann schießt er in der Schussphase als Erster. Genau. Und ich möchte jetzt aber hier mit meinem ersten Ork hier hinten einfach mal seine normalen 5 Zoll Bewegung machen. So, das müssen wir gucken, dass wo wir unter 1,5 Zoll bleiben. Diese Stufe darf er erklimmen. Ah, aber übers Geländer nicht drüber, weil dann ist es höher als 1,5 Zoll, also muss er außen rum. Das heißt, ich gehe mit meinem ersten Ork hier einfach mal an die Wand. 5 Zoll. Okay, ich setze den jetzt, ich tue meinen Würfel hin. Aber nimm die Markierwürfel. Okay. Ich markiere den, der bleibt stehen. Das ist mein Schießertyp, der soll dann nachher gleich cool schießen. Genau, das heißt jetzt, der ist in Feuerbereitschaft gesetzt und darf später in der Schussphase als erster, also vor der normalen Schussphase gibt es eine andere, die Feuerschussphase, wo er schießen darf. Beziehungsweise, geh ein bisschen nach vorne, dann sehe ich besser. Achtung, so weit gehen. Wie weit schießen denn Flammenwerfer? 8 Zoll. Ich weiß es nicht auswendig. Ich gehe mal noch hier, dann sieht er besser. Okay, steht aber ziemlich frei, gell? Ja. Passt? Ich bin auf 1000 Sand, das muss er aushalten. Okay. Mein zweiter Ork läuft hier, also geht hier auch ganz normal hier an die Wand. Mein Zango geht noch hier. Mein dritter Ork geht hier an die Wand. Mein Flammeur. Das müssen wir tatsächlich mal gucken, der Flammeur. Dem Flammeur ist nichts zu schwören. 8 Zoll weit schießt der. Mhm. 5 Zoll darf ich gehen, 5 und 8 ist 13, oder? Das heißt, ihr könnt hier schon auf die Schieße. Mein erster Sangua. Oder sitzt dann? Ein erster Sango hier sagt einen Charge on auf deinen Ork Boy. Braucht er 9 Zoll, oder? Ich kann Abwehrfeuer schießen mit meiner Knarre. Okay. Und zwar habe ich, ich muss hier schnell spicken, aber hier ist das Profil normal genauso. Ein Schuss, denke ich mal, Knarre, 12 Zoll Pistole, ein Schuss auf die 6. Im Abwehrfeuer trifft man nur auf die 6. Eine 2, die trifft nicht. Dann darfst du jetzt 2 bis 6 würfeln zum Angreifen. Oh ja. 11. Ich hab mich nicht traut. Ich könnte jetzt, anstatt hier hinzugehen, könnte ich auch einfach die 11 Zoll weit gehen. Nein. Oder nur, wenn ich es nicht schaffe. Nein, du musst den Charge jetzt machen, wenn du es auch gesagt hast. Ja, aber wenn ich den Charge nicht schaffe, darf ich mir die Zoll trotzdem bewegen. Das müssen wir schnell nachlesen und dann können wir wieder zurück. Okay, wir haben das nochmal nachgelesen. Also es ist tatsächlich so, der Tom, wenn jetzt der Angriff fehlschlägt, wenn er den Charge nicht geschafft hätte, ja, könnte er sich trotzdem die Reichweite bewegen, muss aber so nah wie möglich am gegnerischen Ziel, also am angesagten Ziel landen. Das heißt, du musst genau geradeaus zum Ziel gehen. Ich hätte jetzt zum Beispiel 8 gewürfelt, da könnte ich mir jetzt bis zu 8 Zoll hier noch vorne bewegen. Genau, aber nachdem du 11 hast, kommst du jetzt problemlos in den Angriff rein. Und ich packe mal rückwärts ein. Piep, 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 piep. Dann kann er nicht zuhören, oder? Okay, dann hast du jetzt deinen Zangor dahin gesagt, bist mit deinem Zangor dahin gegangen, ich habe die bewegt. Dann bleib ich mit meinem zweiten Ork, der daneben steht, werde ich jetzt auch einen Charge auf deinen Zangor ansagen. 4 Zoll, das reicht mir. Und dann stelle ich mich hier vorne ran. Mua. Gut, dann bin ich wieder dran. Der Sangua sagt auch einen Charge an. Auf den vorderen wahrscheinlich, genau, oder? Genau, auf den vorderen Boy. 9 Zoll, ich glaube, da kommst du auch hier, weil ich bin näher dran jetzt. Ja. Ja. Oh, da geht es ja gleich richtig zur Sache. Bam, 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 bam. Nicht schlecht. Das ist cool. Nicht schlecht. Mal kurz schauen. 5, 13, okay. Mein Flammeur. Der hat es nicht relativ schwer und der geht dann hier höher. 5 Zoll. Oder weißt du was? Er könnte jetzt auch, jetzt muss ich schnell schauen, weil der kann ja da das Fenster steigen. Da ist er nämlich ein Fenster. 5 Zoll nach da innen. Nein, jetzt ist er schon gegangen, jetzt bleibt er stehen. 5 Zoll.
Genau, wie gesagt, wichtig ist halt beim Killteam-Spiel immer, dass man möglichst genau arbeitet, weil da halt jedes Zoll auch wieder was ausmachen kann. Das kennt ihr ja vom Warhammer auch, aber ich finde, beim Killteam ist es noch wichtiger, nachdem ja wirklich jede einzelne Einheit zählt. Du machst W6 ab. W3 Schuss. W3. W3, der Brenner. Habe ich auch W3? Nein, ich habe W6. Du hast W6. Heftig. Ja, die Brenner haben es doch so kastriert in der 8. Edition mit dem W3-Schuss. Kann ich mit dem Flammenwerfer laufen und schießen? Ist das eine Sturmwaffe? Ja. Mit Abzug? Theoretisch macht es aber nichts aus. Okay, sehr gut. Dann. Du triffst halt dann automatisch, aber minus 1 automatisch. Minus 1 automatisch. Genau. Ja, das ist ja wie unendlich, minus 1. Mhm. Ah ja, stimmt, das habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass man rennen und schießen kann, gell? Was? Darf ich gerne noch Rennenbewegung mitmachen, wenn ich schießen kann? Ja, klar. Das haben wir jetzt also 4 Zoll näher. Weil dann da nehme ich meine 4 Zoll und dann gehe ich nämlich da noch so zu dem Busch ran. Genau. Mhm. Ja, weil, also zur Erklärung, die Brenner sind ja Sturmwaffen und Sturmwaffen darf man auch abfeuern, wenn man gerannt ist, aber mit minus 1, aber nachdem die Sturmwaffen ja die Brenner ja automatisch treffen, ist denen das egal. Ja. Dann greift ihm mein Zangor an. Mhm, super. Ich mache Abwehrfeuer. Ja. W3 Schuss. Einer. Weißt was, da gebe ich jetzt einen Command Point aus. Ach ja. Einen Taktikpunkt. Zum Anfang der Runde bekommt jeder Spieler einen Command Point. Genau, aber da wir beide einen Chef haben, einen Anführer, bekommt jeder noch einen zusätzlichen Command Punkt, weil das der Anführer kann, oder? Vielen Dank. Genau. Das haben wir ganz vergessen. Genau. Ich gebe jetzt bereits einen aus, und zwar für eine Taktik. Und das ist jetzt meine Taktik, ist jetzt einfach der Würfelwiederholungswurf. Ich möchte W3 Schuss haben. Mehr? Ja, okay, immer noch einer. Das hat sich rendiert. Okay, das nehmen wir alles zurück, das machen wir nicht. Nein. Also, ich habe jetzt mit meinem Brenner einen Schuss auf deinen Zangor. Du hast angegriffen mit Zangor, ja, oder? Genau. Mit Stärke 4, auf Widerstand 4 wahrscheinlich. Genau. Oder? Dann auf die 4. Nix. Das hat sich ja super rentiert. Und die Werte sind jetzt hier eigentlich genauso wie beim 40k. Dann schau ich, ob wir reinkommen. Ja. Und jetzt, falls ihr. Also, um die taktische Finesse dürfte ich jetzt nicht beschweren, wenn wir jetzt irgendwelche Fehler machen. Wie gesagt, das ist jetzt unser zweites Spiel. Ich habe mit den Orks noch gar nicht gespielt. Das ist jetzt nur ein Probe-Erklärspiel für euch. Ja, wir üben hier praktisch die Grundregeln und haben wir gedacht, das interessiert vielleicht jemand. Genau. Oder auch nicht. Gut, hier mein Ork geht 5 Zoll hier hinten ans Häuschen und versteckt sich da. Nein. Übrigens, falls ihr das noch nicht gesehen habt, für es gibt ein Video, oder kommt jetzt dann ein Video für diese Burg. Das ist natürlich, dass es schöner bespielbar ist, alles wieder zum Zerlegen. Dann. Das ist wichtig. Mein Sangor hier oben 5 Zoll und 2 Zoll sind 7. Der sagt einen Angriff an auf den Orkboy. Der muss nach unten dann, gell? Mhm, genau, also. Nach vorne, nach unten. Dann schauen wir mal. Auf welchen Orkball? Auf den da, den nächsten. Mhm. 9. Das wird nix. Aber. Also 5 vor. 2 runter, 1 vor, 8, 9. Genau. Also 8 plus 2 vor, 9. Genau, kann man sich da hinstellen. Gut. Wichtig ist jetzt, in den Regeln ist auch beschrieben, es gibt auch diese besonderen Marker vom Killteam, in denen markiert wird. Da kann man markieren, jetzt zeigt mal ganz kurz, ganz grob, aber hier verdecke ich ein bisschen was, dass wir da keine Copyrights-Probleme kriegen. Da gibt es diese Killteam-Marker. Die sind natürlich ganz praktisch, wenn man sie die auch mit besorgt. Die habe ich jetzt nicht, weil ich bloß das Grundbuch habe. Die sind immer in die Starterbox und so weiter mit drin. Die sind sehr interessant. Und da kann man sich quasi neben jede Einheit, die sich jetzt bewegt hat, in Feuerbereitschaft gegangen ist oder geschossen oder so, kann man sich einen Marker legen und dann kann man sich besser merken, wer was gemacht hat. Das kann nämlich beim Killteam schon mal schwierig sein. Und gerade für Spielanfänger, glaube ich, kommt man da schnell durcheinander. Also wenn man erfahrener Spieler ist, dann geht es, glaube ich, dann kann man sich ein bisschen merken, aber man soll ja jetzt keine Einheit doppelt bewegen oder so. Gut, der Zangor, die haben sich bewegt. Jetzt muss ich nämlich tatsächlich schon wieder überlegen, was ich machen muss. Der Ork, haben wir gesagt, der muss gerade noch keine Reichweite messen. Ja.
Ich gehe jetzt mal 5 Zoll bis hier hin. Und ich überlege jetzt nochmal, ich muss nochmal messen, hoppala, ob ich eine Rennenbewegung gleich mitmachen will. Ich könnte ihn noch anflamern. Genau, der rennt jetzt. Also normalerweise muss man das gleich ansagen. Ich mache das jetzt nur aus praktischen Gründen zum Messen. Und der stellt sich jetzt hier ganz, ganz, ganz hier in den Busch rein. Okay, dann nehme ich als nächsten meinen Sangwa-Chef. Und der will den Typ angreifen und den und den. Mhm. Kann man jetzt da multiple Nahkämpfe ansagen beim Killteam? Ich denke. Ich glaube schon, ja, weil jedes Ziel ist angesagt. Das schauen wir nochmal ganz kurz nach, dass wir auf sicher gehen. Also wir haben es nachgeschaut, es geht. Man kann ansagen, das oder die Ziele, genau wie in der normalen, im normalen 40k, alle Ziele in 12 Zoll. Gut, dann wen sagst auch du an? Auch nicht sichtbare Ziele. Nicht sichtbare, okay, wen sagst du an? Den und der, den da, den da, den da. Mhm. Und den da, weil er ein Reichweiter ist. Okay, dann darf ich auch mal mit einer Pistole, darf ich Abwehrfeuer geben, wenn ich die, aber ich sag die glaube ich sogar. Mit welchen? Mit dem Zangorner? Mit dem da. Ja, den zeig ich sogar ein bisschen. Darf ich mit dem Abwehrfeuer geben? Auf die 6? Nein. Und mein Flamer W3 Schuss. Oh, 3 Schuss. Ja, Wahnsinn. Stärke 4, Widerstand 4. Mhm. Auf die 4. Zweimal. Jetzt muss ich schnell spicken, aber ich glaube, der normale Brenner hat kein Minus. Ich habe 5 Plus Rettung. Ich schaffe keinen. Mhm. Heißt? 2 Schaden. Wie viel Leben hast du? 1, denke ich. Ein Sangwa hat vermute auch 1. Ein Leben. Jetzt? Genau, jetzt ist es aber so, dass der nicht automatisch stirbt. Also ich habe jetzt 2 Leben theoretisch verloren. Genau, er hat nur 1. Das heißt, er ist jetzt auf 0. Mhm. Und dann hat er aber noch, jetzt können wir schauen, er stirbt nicht, sondern wir müssen jetzt würfeln, ob er eine Fleischwunde bekommt. Ja. Und jetzt mit jedem Würfel, glaube ich, gell? Oder? Ja. Mit beiden. Und bei 1, 2, 3 ist seine Fleischwunde, 4, 5, 6. Ist er tot. Automatisch. Genau. Okay. Spannend. Juhu! Also du hast jetzt 2 Fleischwunden. Genau. Und er kann bis zu 3 Fleischwunden haben und ab der 4. Fleischwunde ist er tot. Ist er tot. Und die Fleischwunden sind jetzt im laufenden Spiel, was ihr sehen werdet, noch gibt es noch verschiedene Modifikatoren. Genau. Dann schaue ich, ob ich reinkomme. Ich habe eine 6 gewürfelt. Jo, zu dem komme ich auf alle Fälle hin. Hier, kann ich da drüber steigen? Wenn es weniger wie 1,5 Zoll hoch ist, ja. 6 Zoll. Okay. Was ist, wenn ich hier hinten dran gehe? So. Hier hinten rein bin ich dann im Nahkampf. Wenn du ihn positionieren kannst, du musst mindestens 1 Zoll reinkommen. Und du kämpfst dann durch den Busch durch, du bist nicht in Base-Kontakt gekommen, das heißt, du hast minus 1 Modifikator auf die Trefferwürfe. Mhm. Also so. Genau, also wir werden jetzt kämpfen, nachdem wir nicht direkt im Base-Kontakt sind, gibt es jetzt hier eben, jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran vielleicht, hier sieht man das, da gibt es dann minus 1 Modifikatoren auf die Trefferwürfe, weil wir nicht in Kontakt sind. Möchtest du gerne noch irgendwo deine 2 Fleischwunden markieren? Ja, die schreibe ich auf. Gut. Merkst du da, dass der hat? Ja. Okay, dann bin ich wieder dran. Der ist jetzt im Nahkampf, dann kann ich den leider nicht mehr beschießen. Da muss ich wieder nicht schauen. 5 Zoll gehe ich bis hier hin. Und nachdem das ja auch wieder ein... Also ich müsste normal das Rennenbewegung immer zuerst messen, aber das ist jetzt für mich 3 Zoll weit. Geht der noch hier hoch. Und dann darf der trotzdem noch schießen. Dann bewege ich mit meinem Flamer Rubrik, der rennt. Plus 3, also insgesamt 8 Zoll. Kann ich noch hier gehen?
Und da treffe ich dich noch. Sehr gut. Mhm. Wunderbar. Gut. Wir werden auch später im Spiel die Kamera mal ein bisschen umstellen. Bloß jetzt lassen wir es mal so offen, dass ihr das alles genauer mitkriegt. Also keine Angst, die Ansicht wird auch noch ein bisschen verändert. Gut, ich werde mit meinem, muss ich schnell spicken, der Gretchen 5, der Kommando. Aha, also der Kommando, sehe ich gerade, der Kommandochef darf auch ein Zoll weiter gehen. Das ist ja super. Der ist noch nicht im Nahkampf, oder? Doch. Achso, der ist, ah ja, stimmt, der ist auch mit drin. Ich möchte gern mit diesem Ork mit dem fetten Spalter einen Nahkampf auf die beiden Sangors ansagen. Du kannst nicht mehr schießen, ich charge. Ich habe gar nichts zum Schießen. Ja, deswegen kannst du auch nicht mehr schießen. 7 Zoll, dann gehe ich hier, hoppala, nicht alles umschmeißen, dann gehe ich hier durch. So, jetzt wenn ich den hier seitlich hinstelle, bin ich bei beiden innerhalb von einem Zoll gegangen. Aber muss man jetzt im Baseball-Kontakt kommen beim Kill-Team? Nö. Nicht, also auch innerhalb von 1 Zoll. Ja. Aber schlechte Abzüge beim Kämpfen bekommt man nur, wenn was dazwischen steht. Genau. Gell? Also wenn man so innerhalb passt. Also da kann ich jetzt quasi mit beiden kämpfen. Ganz normal. Mhm. Gut, dann bist du wieder dran, wenn du noch was hast. Ein Zauberer. Mhm. Der rennt. Mhm. 9 Zoll. Ja, wo will er hin? Websen kämmern? Ich würde gerne noch hier. 3. Und 5, 8, 9. Mit ihm noch hier. Mhm, gut. Dürfen wir natürlich nichts mehr berühren, sonst fliegt er. Ich darf jetzt mit meinem Chefmeister hier. Oh nein. Ja, ich wusste es. Ich wollte noch cooler hier stellen. Ja. Mit meinem Chef hier sage ich auch ein Charge auf den, den und den, nachdem du eh kein Abwehrfeuer geben darfst. Ja. Riskieren wir das einfach mal. 4 Zoll, das ist ganz, ganz wenig. Ich darf keinen Würfel mehr wiederholen, weil ich den Flammenwerfer. Genau, weil ich schon einen wiederholt habe. Das heißt, er darf jetzt nur 4 Zoll, muss aber so nah wie möglich ans nächste Ziel kommen. Muss ich fast nach oben gehen, oder? Ja, ich glaube, dass du nicht so weit nach vorne kommst. 4 Zoll nach oben, ich muss ja. So. Weil er so näher dran ist, als wenn er auf der Seite steht. Ja, das ist blöd. Hast du noch was? Nö, ich bin fertig. Dann mein Gretchen geht dem einfach hinterher. Gut, das war jetzt die Bewegungsphase. Jetzt, oder? Ja. Genau, alle bewegt. Jetzt kommen wir in die Schussphase. Das ist so, dass jetzt vor der normalen Schussphase kommt die, wie sie im Regelbuch steht, Feuerausrufezeichen, also die laute Feuerphase. Und davor kommt die Psi-Phase. Ah, stimmt, die haben wir vergessen. Die, Entschuldigung, ja, weil letztes Mal haben wir ohne Psi-Phase gespielt. Also, Psi-Phase. Es gibt da nur eine Armee mit Psi-Phase. Das sind die Phasen. Und Granites, glaube ich. Echt? Okay, ihr macht einen Smite auf den Burner Boy. Na, kann er nicht. Er macht einen Psi-Schlag. Er macht einen Psi-Schlag, Entschuldigung. Das ist nämlich wichtig. Der Psi-Schlag ist quasi das Pendant zum. Oder der, das, eigentlich das, der gleiche Zauber wie, bei, wie der Smite, also der Schmetterschlag. Ja. Nur, dass der Psi-Schlag, wenn er freigesetzt wird, auf die 5 plus plus einen Schaden macht. Und bei einer 11 plus macht er W3 Schaden. Der ist quasi ein abgeschwächter Smite. Genau. Okay, da kann ich jetzt nichts machen. Also ich brauche eine 5. Juhu! Das Haus ist kaputt. Der ist kaputt gezaubert. Das heißt, eine 10. Wann wird es mir? 11 plus. Ah ja, okay. Dann nehme ich einen Command Point. Um eine 11 zu machen. Fast. Nein! Aber ist trotzdem eins. Okay. Ein Psi-Schlag. Ein Psi-Schlag. Auf wen war das? Auf den Burner Boy. Das ist mein, muss ich nicht schauen, mein Sprengstoff-Spezialist. Und ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich da irgendwas Besonderes machen kann, irgendeine Taktik, und dann kommen wir wieder.
So, nachdem das eine tödliche Wunde ist, habe ich da keinen Safe dagegen. Also verliere ich Leben, muss jetzt gleich schauen, ob er eine Fleischwunde bekommt. Bei 1, 2, 3 stirbt er. Genau. Ne, bei 1, 2, 3 ist der Fleischwunde, bei 4 plus ist tödlich. Achso, ich habe vorher bei 4 plus Fleischwunde gewürfelt. Nein, war richtig, das hat schon passt. Du hast 1 und 2 gewürfelt. Also, ich bekomme eine Fleischwunde. Ja. Er, das vermerke ich mir gleich wieder. Und dann ist die Psi-Phase auch schon vorbei, oder? Jo. So, eine 1 für eine Fleischwunde. Und dann geht's weiter. So, jetzt geht's eben in die Schussphase. Und jetzt dürften vor der normalen Schussphase alle Modelle schießen, die zuvor in Feuerbereitschaft gegangen sind. Das heißt, vorhin sich nicht bewegt haben, die stehen geblieben sind. Jetzt haben wir aber keine Modelle, oder? Ja. Haben sich alle bewegt. Ja. Deswegen gibt es diese Feuerbereitschaftsphase nicht. Und somit kommen wir in die normale Schussphase, in die normale Feuerphase. Und jetzt dürfen wir wieder nacheinander wählen. Ich habe die höhere Initiative, oder? Müssen wir jetzt nochmal würfeln? Nein, das bleibt jetzt für die ganze, für die ganze Schlachtrunde so durch. Wunderbar, dann darfst du als Erster. Mhm. Also ich habe schon die höhere gehabt. Ja, du hast die höhere gehabt. Passt. Dann möchte mein Flammeur hier unten gerne der Zauberer ist das da oben, gell? Dein Zauberer anflammeuren. Und somit würfle ich ein W3 Schuss. Zwei Schuss. Und dann Widerstand 4, oder? Ja, genau. Stärke 4, Widerstand 4, auf die 4, nichts. So, ich möchte mal ganz kurz die Kamera ein bisschen umstellen. Okay, also der erste Flammenwerfer, das war jetzt hier da drauf, der hat verfehlt. Dann darf der Tom wieder einwählen. Ich nehme jetzt meinen Flamer Boy, um auf deinen Flamer Boy zu schießen. Mhm. W6 Schuss. Oh, zwei. Dann nehme ich einen Command Point. Juhu. 5 Schuss, Wahnsinn. Also ein Taktik angewandt zum Würfel wiederholen. Ganz normal, also es gibt ja die Standard, den Standard Wiederholungswurf, wie im Regelbuch gibt es hier bei Killteam auch. Also genau, es gibt quasi, ich glaube, die blöde Webs. Es gibt, soweit ich weiß, 6 Standard-Taktiken, oder? Ja. Genau, 6 Standard-Taktiken, die jede Armee wählen kann. Und dann gibt es dazu noch von jeder Armee selbst Spezialtaktiken, die man wählen kann. Und das ist halt, wie wir sagen, diese Taktiken, also unsere Strata Gems, die Befehle, die Command Points. Okay, gut, dann verwunde ich dich. Ich habe Stärke 4 im Normalfall. Schauen wir kurz. Jawohl, das ist richtig. Auf die 4 plus. Sind 3 Wunden mit minus 2. 3 Wunden mit minus 2, ja, was ist denn da heute los? Da ist eigentlich 30er-Zone da draußen, die fahren wie die Irren. Gut, ich habe eine 6 plus Rüstung, das ist ganz blöd, das heißt, ich kann nicht mehr rüsten, also muss ich wieder 3 Fleischwunden machen. Ja. 3 waren es, gell? Genau. Genau, ich will aber meine schönen Tab-Würfel benutzen. Jede 4 plus ist er tot. Genau, also. Fleischwunden 1 bis 3 bitte. Ja, juhu! Also, er ist total ausgeschaltet. Welcher war das? Der da, der ist ja im Nahkampf. Der da? Mhm, genau. Ah, der Brenner. Ja. Okay, ich habe meinen Sprengstoffspezialisten verloren. Ah. Den hat mein Sprengstoffspezialist ausgeschaltet. Genau, wegen 4 plus ausgeschaltet. Die Orks könnten da jetzt noch eine Taktik anwenden, aber ich habe ja keine Punkte mehr. Dann stelle ich den hier ganz traurig neben das Spielfeld. Dann darf ich den nächsten auswählen, der schießen kann. Die sind alle im Nahkampf, meine Brenner, gell? Spalter, Spalter, Spalter. Eine Knarre. Ich schieße auf den Zauberer wieder. Alles klar. No. Okay. Dann schießt mein Zauberer einen Schuss auf deinen Boss. Oder nö, auf den Boy. Treff auf die 3. Nö. Ah, nur auf die 4, weil die gerundet bin. Der zweite auf deinen Chef. Tap, der trifft. Und Stärke 4, Widerstand 4 auf die 4. Genau. Jawohl, eine Wunde. 3 plus Rüstung, aber alles das, also 2 plus. Ach, wirklich. Ich hatte schon einen Reroll. In der Schussphase? Ja, wegen deinen Okay. Eine Fleischwunde. Das ist ja blöd. So ist.
Dann mein letzter Orki hier schießt auf den Zauberer. Mhm. Nein, nichts. Dann schießt mein schwerer Waffentyp und ich gebe meinen letzten Punkt aus, damit er einen Schuss mehr hat. Das heißt, ich habe jetzt 5 Schuss mit der Soul Reaper. Okay. Mhm. Und schieß auf deinen Boss-Typ. Wie viel Leben hat denn der? Mein Boss noch. Mhm. Der dürfte 2 haben. Ja, 2 Lebenspunkte. Okay, triff auf die 3. Hast du mit wem? Mit dem da. Hast du da einen Abzug? Weil ich bin nicht verdeckt, gell? Ja. Schade. Und Stärke. Halbe Reichweite. Es gibt nämlich auch Abzüge auf die doppelte Reichweite. Reicht, ich habe 24 Zoll. Okay, also das ist jetzt nämlich wichtig fürs fürs Spiel. Es ist nämlich so, die normale Reichweite der Waffe ist immer die doppelte Reichweite. Also wenn er 24 Zoll Reichweite hat, trifft er nur ohne Modifikator unter der Hälfte, also bis zu 12 Zoll. Mhm. Alles über 12 Zoll Entfernung wäre ein Modifikator von minus 1 auf die Trefferwürfe. Nachdem du aber innerhalb von 12 Zoll bist, hast du jetzt keinen Minusmodifikator. Ja. Stärke 5, das heißt auf die 3. Denke ich mal. Ja. Minus 3. Oh, zweimal mit minus 3. Ja, mein Ort. Deine Tapwürfe? Ah, ist egal. Okay. Ja. Schande, Schande. Ich habe wieder keinen Rüster. Ja. Also wieder schauen, ob er Fleischwunden bekommt. Das wäre eine Fleischwunde. Trotzdem einmal ausgeschaltet. Verliert er ein Leben, oder? Na Quatsch, genau. Nee, 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 nee. Also er hat 2 Leben. Ein Leben verloren, eine Fleischwunde. Ich muss bloß Ohren würfeln, oder? Weil ich habe ja 2 Leben. Ja, du hast 2 Wunden bekommen, also musst... Ja, aber ich habe 2 Leben, das heißt, zweimal, dann bin ich erst auf 0. Und wenn ich auf 0 bin, muss ich würfeln. Und nein, ich bin ja nicht über den. Wir schauen mal ganz kurz nach. Also jetzt nochmal zum Verständnis. Wo waren wir jetzt? Wiederholen wir es nochmal. Also, er schießt 4 Schuss plus 1 wegen seiner Taktik auf den Ork-Boss. Der Ork-Boss hat 2 Leben. Er verliert... Beide Leben. Er verliert mindestens beide Leben. Das heißt, das Modell wird auf 0 reduziert. Genau. Nach seinen Schutzwürfen. Wenn das abgehandelt wird, also das heißt, wenn das Modell auf 0 reduziert ist, werden weitere Attacken von der gleichen Waffe ignoriert. Mhm. Und der kontrollierende Spieler des jeweiligen Modells, das auf 0 reduziert wurde, würfelt einen. Einen, genau. Wenn er eine 4 plus würfelt, ist das Modell tot, ansonsten ist eine Fleischwunde. Genau, also würfel ich jetzt meinen einen. 4 plus trotzdem, passt. Keine Fleischwunde. Nein, 4 plus ist tot. Oh scheiße, der ist tot, ja stimmt. Das ist ja das, was ich ein bisschen blöd finde, dass 1 bis 3 eine Fleischwunde sind, drüber ist tot, weil normalerweise will man immer hochwürfeln. Das finde ich, haben sie ein bisschen unglücklich gemacht. Also ich würde es anders machen. Das ist aber wahrscheinlich wegen der Multiwund. Das kann sein. Mechanik. Ah, genau. Können wir gleich zuerklären, wenn eine Waffe ein Schadensprofil hat mit mehr als einem Schaden. Zum Beispiel ein Melter oder so. Zum Beispiel, genau. Würfel ich, nachdem... die getroffen habe, verwundet habe und das Modell auf 0 Lebenspunkte reduziert wurde, würfel ich, wie viel Schaden die Waffe macht, zum Beispiel ein W6, die würfelt 3, ja. Dann würfelt jetzt für das Modell, das auf 0 reduziert wird, 3 Würfel. Für jeden Schaden einen. Für jeden Schaden einen. Wenn ich 6 Schaden mache, dann würfel ich 6 Schaden und von den Würfeln nehme ich immer das höchste Ergebnis. Genau. Das heißt, Multiwund-Waffen haben eine höhere Chance, ein Modell auszuschalten. Genau, weil wenn bei den 3 Würfeln mindestens eine 4, 5 oder 6 dabei ist, dann genau, ist er tot. Ist er tot. Wenn alles drunter wäre, bekommt er trotzdem nur eine Fleischwunde. Genau. Gut, er ist jetzt gestorben. Was jetzt noch wichtig ist, was wir vergessen haben zum Sagen, was ich dir jetzt leider auch zu spät gesagt habe, zufälligerweise, nee, was uns jetzt noch, na, was mir jetzt im Nachhinein eingefallen ist. Dieses Modell darf sich ein gegnerisches Modell aussuchen zum Schießen. Jetzt gehe ich mal, genau, darf sich ein gegnerisches Modell aussuchen, auf das er schießt. Und er darf seine Attacken, wie viel Schuss hat er gehabt? 4. Er darf seine 4 Schuss auf verschiedene Modelle aufteilen, aber... Die gegnerischen Modelle müssen innerhalb von 2 Zoll zueinander stehen, wie es jetzt hier der Fall ist zum Beispiel. Das heißt, hier dieser Ork, auf den du schießt, du könntest quasi auch auf den Gretchen schießen. Du könntest quasi sagen, ein Schuss auf den Gretchen, 3 Schuss auf den Ork oder 2-2. Hm. Das würde gehen, man darf die Schuss aufteilen, aber die gegnerischen Modelle müssen innerhalb von 2 Zoll zueinander stehen. Jo. Genau. Jetzt glaube ich, haben wir die Regeln soweit durch erklärt. Mein Anführer ist tot, was wirklich super ist, weil ich jetzt nämlich nicht mehr die Anführerfähigkeit habe. Oh, tatsächlich, ja. Und jetzt immer nur noch einen Command Point bekomme. Und wir sind
pro Phase kriegt man Command Points oder pro Schlachtrunde? Pro Schlachtrunde. Ja? Mhm. Bin mir nämlich gar nicht sicher. Okay, pro Schlachtrunde. Ich glaube schon. Ja, wahrscheinlich. Also die Soul Reaper Cannon ist eine ziemlich coole Waffe, finde ich. Ja, ich glaube wirklich, dass Kill Team der Beschuss sehr wichtig ist. Letztes Spiel. Okay, also jetzt geht weiter. Genau. Ich bin dran, ich schieße. Haben die alle drei Orks schon geschossen? Einer hat auf. Der hat auf den Boss geschossen, nichts getroffen, der hat geschossen und getroffen. Und der dritte noch nicht, gell? Der hat noch nichts geschossen. Ja, und deswegen wäre es gut, wenn man diese Marker hat. Oder irgendwelche Marker legt. Aber wir haben es, normal wissen wir es, aber wir haben es bloß so lange rumgelesen und diskutiert. Also der dritte Ork schießt auch auf den Chef. Hoffen wir, okay, er trifft nichts. Dann darfst du mit dem nächsten schießen. Juhu! Wer kann denn noch schießen? Bei mir kann niemand mehr schießen, ich bin fertig. Okay, bei mir kann tatsächlich auch nur noch der und der schießen. Er wird aber vermutlich, jetzt schauen wir, wie es bei dem Ork ausschaut. Vom Ork aus sehe ich nichts. Jetzt muss ich mal ums Spielfeld gehen und durchpeilen. Mein Zauberer sieht den Arm des Orks. Dein Zauberer. Okay. Jetzt müsste ich gucken, 12 Zoll. Reicht nicht. Okay. Dann mein super toller Grott schießt auf den Zauberer. Über halbe Reichweite? Genau, über halbe Reichweite, weil ich habe 12 Zoll Reichweite. Das heißt, wegen über halber Reichweite minus 1 auf den Treffer, somit trifft er nur noch auf die 5. Ich bin nicht verdeckt. Du bist nicht verdeckt. Hast du eine Fleischwunde? Ja. Das bringt aber erst den Verwundungswurf was, glaube ich, gell? Oder den Treffer. Müssen wir schnell spicken. Wir gucken nochmal kurz nach. So, also, wenn das attackierende Modell, also mein Grott, eine Fleischwunde hätte, würde er auch minus 1 auf Modifikator haben. So ist es. Gut, also ich treffe jetzt auf die 5, wegen doppelter Reichweite quasi. Nichts. Und somit ist die Schussphase vorbei und wir kommen in die Nahkampfphase. Und jetzt dürfen als erstes die Modelle zuschlagen, die einen Charge erfolgreich angesagt haben. Mhm. Und erfolgreich gecharged sind. Ich darf wieder beginnen und ich beginne hier mit meinem Ork, mit meinem Bossnob, den Nahkampfspezialisten mit dem fetten Spalter. Also mein Ork-Boss haut zu, der könnte sich jetzt noch bis zu 3 Zoll nachbewegen. Macht er aber nicht, er bleibt stehen, er haut seine 3 Attacken auf den vorderen Sangor, weil er, gehen wir da mal ruhig ein bisschen näher ran, genau, so, und der hat, trifft alle 3 auf die 3. Sammelt echt 2, das ist auch Wahnsinn und ich habe keine Command Points mehr. Stärke 7, Widerstand 4 auf die 3. Einmal mit minus 1 und 2 Wunden. Ihr habt 5 plus Rettung. Juhu! Okay, dann darfst du einen Nahkämpfer wählen. Einen Nacktkämpfer? Und zwar einen, der gecharged hat erst. Dann nehme ich den da. Der hat 2 Attacken, weil er Sangha Blades hat. Schauen wir nochmal nach. Sangha Klingen, jedes Mal kann er eine zusätzliche Attacke machen. Wunderbar. 2 Attacken auf den Burner Boy. Ich treffe auf die 3 Plus. Und treffe nicht. Das ist schön. Dann kämpfe ich gleich weiter. Die Boys hast du gecharged, oder? Mhm. Genau, jetzt werden die Marker natürlich wieder wichtig. Na, du hast ich habe den gecharged. Den der vordere ist dann noch reingecharged. Genau, mit dem bin ich dann hinterher gecharged. Genau. Das heißt, ich kämpfe jetzt mit dem Boy, weil der auch einen Charge gemacht hat. Mhm. Und mit dem kämpfe ich. Die hast du beide noch nicht angegriffen. Genau. Der haut auch auf den Sangor. Okay. Der hat normalerweise Ork Boy hat Attacken 2. Der hat aber knarre Spalter und das müsste ihm bestimmt zusätzlich wieder genau eine zusätzliche Attacke geben. Wow, 3 Attacken. Mhm. Heftig, heftig. 3 Attacken. Auf die 3. Gut. 2-mal. Stärke 4, Widerstand 4, oder? Genau. 2-mal. 5 plus Rettung. Einer geht durch. Ich bin auf 0 reduziert. Jetzt muss ich gucken, ob ich eine Fleischwunde bekomme. Bei 4 plus bin ich ausgeschaltet. Ich bin ausgeschaltet. Yippie! Das war der vordere oder der hintere? Der bei dir, ja. Der da. Mhm. Okay, dann ist er tot. Sehr traurig. Ja, dann darfst du wieder wählen.
Ja, dann nehme ich den da, der haut auf den Orkboy, der meinen gerade hochgehaut hat. Mhm. Zwei Attacken auf die 3. Stärke 4. Eine Wunde mit minus 1. Ja. Ich habe wieder einen 6er Rüster, das heißt kein Rüster, wieder minus 1. Dann habe ich wieder gucken, ob ich eine Fleischwunde bekomme. Aber ich würfel einfach zu gut. Der da, oder? Der da. Der da. Wahnsinn. Die sterben wie die Fliegen. Aber ist cool, da passiert was. Dann. Ich habe keinen mehr, der gecharged ist. Ich habe noch einen, der ist hier. Das ist mein Sangor-Chef. Das heißt, der hat zwei Attacken von Haus aus. Eine dazu, weil er ein Nahkampfexperte ist. Und eine dazu, weil er Sangor Blades hat. Und ich trifft ihn normal auf die 3. Aber ich habe zwei Fleischwunden. Das heißt, ich trifft die. Minus 2, glaube ich sogar. Jede Fleischwunde minus 1. Das heißt nur noch auf die 5. Und ist das Gelände dazwischen? Ja. Wobei ich mir tatsächlich nicht mehr sicher bin, ob wir das mit den zwei Fleischwunden vorher nicht falsch gemacht haben. Ich glaube, du hättest da auch bloß. Wie gesagt, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Müssen wir jetzt nochmal gucken. Okay. Triffst minus 3, glaube ich. Genau. Für die Treffer und dabei die folgenden kumulativen Modifikatoren. Das heißt minus 3 auf die 6 plus. Genau, einmal wegen Gelände, zweimal wegen Fleisch. Okay, cool. Oh, super. Das ist echt eine Frechheit. Stärke 4. Widerstand 4. Einmal mit minus 1. Dann habe ich wieder keinen Rüster und würfel wieder, ob ich eine Fleischwunde bekomme. Nein, ausgeschaltet. Das gibt's doch nicht. Der Favorit auf sie. Ah, das ist Kacke. Ja, also so sollte es normal nicht laufen. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, das haben wir bei der Death Guard, der Feel No Pain hat mir gut gefallen. Ja. Also Feel No Pain bei Kill Team ist sehr sinnvoll. Also bis jetzt als kleines Resümee aus dem und den letzten Spielen, mehr haben wir noch nicht gemacht. Gute Schießer sind gut und Feel No Pain ist gut. Ja, und dann kommen jetzt die Nahkämpfe, die quasi angegriffen wurden. Dann würde ich sagen, er hat schon gekämpft, gell? Darf ich nachrücken? Achso, nach dem Kämpfen? Ja. Müssen wir nochmal schnell lesen? Ich schau mal nach, du kannst dabei deine Attacken würfeln. Das nächste feindliche. Also man darf sich neu ordnen. Genau, ich muss jetzt hier gucken, wer ist denn der nächste? Der ist so 4 Zoll weg und der ist ein bisschen mehr wie 4 Zoll. Das heißt, ihr könnt jetzt ein bisschen zu dem hier hingehen. Also bis zu 3 Zoll, oder? Ja. Also ist das genauso wie im Warhammer 40k. Genau. Du nimmst den Busch jetzt wieder mit. Ja. Den ist das der Gärtner. Das ist der Gärtnerboy. Oder musst du näher hier? Ja. Geh ich noch hier. Jetzt bin ich näher an dir dran wie vorher. Bin ich 3 Zoll dran. Ja, aber du hast dich viel zu weit bewegt. Du bist ja von vorne Base bis hinten so, Base. Ja, klar, klar. Natürlich. Also, nicht schon wieder das Bescheißen anfangen, Monsieur. Da? Ja, ja. Typisch. Also Leute, der Tom bescheißt, wo es nur geht. Müsst ihr mal aufpassen. Genau bis nach da gehen. Trotzdem scheißt er, wo es nur geht. So. Okay. Falls jemand einmal gegen Tom auf dem Turnier spult, passt es ganz genau auf. Er bescheißt, wo es nur geht. Wenn du die umdrehst, habe ich die schon beschissen. Am besten sind immer die Tricks zum Schluss noch schnell irgendwie Ziele zum Marker hier zum Schirm. Ja, und manchmal schmeißt er einen Würfel runter, damit sie der andere buckt und genau. Dann legt der Trader alle Würfel. Machen wir da mal, glaube ich, ein Tutorial mit Tricks. Genau, das machen wir. Wie bescheißt man am besten? Ich habe so eine Jacke, weißt du, mit so Sachen im Ärmel überall. Ja. Okay, also wir dürfen jetzt kämpfen mit den Modellen, die angegriffen wurden. Oder hast du noch einen Charge? Nö. Okay, dann kämpft mein Flamer. Und jetzt wollte ich eigentlich, jetzt habe ich vergessen nachzugucken, mein Flamer hat nämlich, der Brenner, hat eine Nahkampf-Spezialität. Und der Brenner kann im Nahkampf minus 2 machen. Das ist sehr gut. Also Burner Boy, 2 Attacken. Auf die 3. Treffen beide. Stärke 4, aber trotzdem auf Widerstand 4. Auf die 4. Einmal mit minus 2, aber du hast einen Retter, gell? 5 plus, ja genau. Geht durch. Jetzt bin ich auf 0 reduziert, jetzt muss ich einen Verletzungswurf machen. Ja! Ork hat getötet, komisches Tier! Wow! Dann darfst du wieder.
Es ist übrigens heute Sonntag, wir dürfen nicht so laut wagen. Du hast nichts mehr. Dann haut dieser noch zu mit 3 Attacken auf den Zangorius. Ich weiß, was daneben verzeichnet. 3-mal. Stärke 4 wieder zu 4. Mhm. 2-mal. 5 plus Rettung. Zass. Okay, das ist ziemlich scheiße. Dann sind wir jetzt mit der ersten Runde durch. Genau, erste Runde durch. Wir können gleich mit der zweiten Runde beginnen. Genau. Jetzt bekommen wir erstmal jeder Command Points. Du bekommst 2, weil du noch einen Chef hast. Richtig, ich habe meine noch aufgehebt. Ich bekomme tatsächlich nur noch einen, weil ich keinen Chef mehr habe. Und dann machen wir jetzt wieder den Initiativewurf. Wer beginnen darf? Dieses Juhu. Mal darfst du beginnen. Das ist aber schön. Ja, ich will mit dem natürlich sofort losschießen, um dich zu grillern. Ich bleib mit dem stehen, damit er sofort auf deinen Burnerboy schießen kann. Das so, du musst mich grillen. Ja. Gut. Dann möchte ich gerne. Muss ich ganz schnell schauen, ich nehme mich ganz kurz ins Regelbuch gelünst. Der will grillern. Ja, okay, du fängst auf jeden Fall an. Ich habe einen Command Point. Ich könnte später einen Command Point ausgeben, um zuerst zu grillern. Okay. Dann kann ich es auch machen, dann können wir würfeln. Mhm. Ich mache es aber ganz anders. Ich charge dir. Ah, scheiße, du hast einen Flamer, gell? Ja, W6 Schuss. Abwehrfeuer. Ja. Super. Was ist das? Das ist mein Sangor-Chef. Ich charge einfach den Sangor-Chef. Okay. Heftig. Ich habe kein Abwehrfeuer. Passt. 6 Zoll, das passt. Da muss ich nicht einmal bescheißen, um hinzukommen. Da geh in die Richtung. So, das war's. Dann greift mein Sangor deinen Typ an. Mhm. Du bist schon im Nahkampf. Ich hab's geschafft. Mhm. Genau, er ist noch mit da drin, der ist mit da drin. Dann will sich mein Grotz bewegen. Der rennt, der Grotz rennt. 7 Zoll. Und kommt bis hier hinten, hoppala, das ganze Haus umgerissen. Dann. Mein Schießerboy, mein Chef. Mein Chef rennt. 2 Zoll, das heißt insgesamt 7. Ja, da rennt sie gleich. Könnte hier runtergehen, bringt mir das was? Wie hoch musst du da? 3 Zoll? 3 Zoll. Nö. Geh hier rüber. So. Dann möchte ich gerne. Höher wie 1,5. Der Flammeur, der ist stehen geblieben, der darf 8 Zoll weit flammeurisieren, gell? Mhm. Gut. Ganz kurz überlegen. Das ist ziemlich unorgig. Ja, das ist leider tatsächlich ein bisschen unorgig. Mein erster Boy rennt 6 Zoll. Das heißt hier 3 hoch, 1 runter, 4 und 2 rein, 5, 6.
blöder Busch. Gut, dann aktiviere ich meinen Sangha-Schamanen. Also der bleibt quasi stehen? Genau. Genau. Also ich kann ja hier nicht zurück. Ich kann ja jetzt nicht mehr... Genau. Modelle, die praktisch so wie er ja offensichtlich sich nicht bewegen können oder so, kann ich ja jetzt, müssen auch aktiviert werden. Mhm. Ich kann aber jetzt aus dem Nahkampf nicht zurück, oder? Mhm. Du kannst dich aus dem Nahkampf zurückziehen, aber nur in einem Zug, in dem du nicht gecharged wurdest. Ah ja, okay. Das heißt, ich aktiviere ihn jetzt einfach, damit er aktiviert wurde. Ah, und du hättest vorhin, du hast zwar Kopfwaffe, ja, du hättest aber ausweichen können, gell? Genau, man kann bis zu 3 Zoll zurückweichen vor dem Angriff. Ja, haben wir vergessen. Ja. Gut, dann ist er aktiviert. Mhm. Ich renne mit meinem zweiten Boy hier. Auch wieder 6 Zoll. Das heißt, hier ziemlich das Gleiche. Der geht aber hier hoch. Dann aktiviere ich meinen Sango im Nahkampf. Bleibt der drin? Ja. Gut, dann mein letzter Boy hier. Der kommt tatsächlich 8 Zoll weit. Eigentlich war das... Naja, ist egal. Ja, der geht auch einfach bis hier hoch. Weiter kommt er, glaube ich, nicht. Jetzt pass auf. 3. 5, sonst 8. Nein, er kommt nicht hoch, weil da die erste Stufe noch ist. Blöder Busch. Hoppala. Da ist er ausgerissen. Man merkt, also magnetisiertes Gelände an der Tischplatte fest ist jetzt umgehen. Genau. Gut. Mein Sangor greift einen Orkboy an. Ich schieße einen Schuss Abwehrfeuer oder ich sag dir wahrscheinlich nicht, gell? Ja. Gut. 8. Boah, das ist jetzt schwierig zu messen. Also ich muss 1 Zoll vor, dann muss ich hier runter, das sind wahrscheinlich 2. Oder das ist das mehr wie eineinhalb? Das ist genau eineinhalb. Okay, also kann ich runterhüpfen. Genau, das heißt du hüpfst einfach runter. 1. Und die sind alle kleiner, das heißt du hast da keine Höhen. 1 und 3 sind 4, 5, 6. 7, 8. Okay. Okay. Genau, und das ist jetzt wichtig, da diese bei diesem Gelände alle Höhen unter 1,5 Zoll sind, kann man sie einfach hüpfen, um man spart sich die Höhe zu messen. Ja. Wunderbar. Gut, dann. Eigentlich wollte ich chargen. Hätte doch ein bisschen warten sein. Die blauen Orks sind besser. Genau. Mein Orkboy hier unten bleibt stehen. Oh, ein Lizardman. Mhm. Ich habe hier meine Eidechse auf dem. Genau, also der Ork bleibt stehen. Okay. Dann habe ich nur noch meinen Cheeserboy. Der geht hier nach vorne, um auf die Orks zu schießen. Gut, fertig. Hast du alle aktiviert schon? Mhm, bin durch. Achso, ja, das ist super. Dann können meine zwei letzten Orks einfach im Nahkampf stehen bleiben. Mhm. Dann kommen wir wieder zur Psi-Phase. Jo, einmal Psi. Einen, wie heißt der? Psi-Schlag. Psi-Schlag-Ding. Blöd ist das Psi-Schlag. Ja, freigesetzt, auch mit meinen Minus. Nein, ich bekomme keinen Minus auf dem Psi-Test. Hast du Fleischwunde oder irgendwas? Ich habe Fleischwunden, ja. Dann kriegst du Minus, oder? Nö. Ich bekomme plus 1, wenn das Ziel eine Fleischwunde hat. Und selber keinen Minus-Modifikator? Ja. Okay. Auf wen ging das? Das ist der Orkboy da. Mhm. Weil den anderen sehe ich tatsächlich nicht. Also, ich lese ganz kurz vor. Verletzungswurfmodifikatoren für Psi-Kräfte und Fernkämpfe. Das verletzte Modell ist für den Psioniker verdeckt und innerhalb von 1 Zoll ein Modellgeländestück zwischen beiden Modellen minus 1. Jede Fleischwunde des verletzten Modells plus 1. Tatsächlich zaubert man nicht schlechter, wenn man schon was verloren hat. Auf den Orkball? Genau, weil den sehe ich nicht. Mhm.
Das heißt, eine tödliche Verwundung, du hast keinen Rüstungswurf, das Modell ist auf 0 reduziert, du musst jetzt einen Verletzungswurf machen. Und er ist tot. Das ist so klar. Das ist so ein Mist. Ich könnte jetzt einen, das kostet mich glaube ich 2, ich habe nämlich eine Ork-Taktik. Ich muss schon für einen Command-Point darfst du auf den Tisch kotzen. Mhm. Ja, das kostet mich 2 Befehlspunkte. Bringt mir nichts. Mhm. Naja, das ist nicht, weil man gewöhnt ist, immer hoch zu würfeln. Psi-Phase fertig. Gut, dann kommen wir jetzt in die Schussphase und du darfst den ersten schießen, weil du ja, oder? Du hast die genau. Initiative. Ich bin stehen geblieben, das heißt, den muss ich in dem Fall als ersten aktivieren. Genau, und da kommt nichts. Er ist aktiviert und kann nirgends hinschießen. Fertig. Na, oder? Nicht. Der ist nicht drin, der ist wahrscheinlich auch raus. Na, leider den auch nicht. Boah. Und die sind im Nahkampf. Wunderbar. Mhm. Dann kommen wir in die normale Schussphase. Du darfst in der normalen Schussphase den ersten aktivieren. Mhm. Ich aktiviere meinen Ballerboy und gebe wieder einen Command-Point aus, damit er einen Schuss mehr hat, da er ein schwerer Schütze ist. Das heißt, ich habe 5 Schuss. Ich habe mich bewegt und ignoriere das. Erstens, weil ich ein Phasensanz bin und zweitens, weil ich ein schwerer Schütze bin. Das heißt, 5 Schuss auf den Orkboard unten. Darfst du aufteilen, gell? Ja, also, ja, aber auf den kann ich nicht schießen, weil der im Nahkampf ist und der ist weiter weg mit 2 Zoll. Das heißt 5 Schuss und den sehe ich wahrscheinlich nicht. Das heißt auf die 3. Gut. Stärke 5 auf die 3. 3 Wunden mit minus 3. Habe ich keine Saves mehr. Mhm. Und das heißt, ich muss jetzt pro Wunde eine Fleischwunde machen, weil es einzelne sind. Du bist jetzt auf 0 reduziert und musst mit einem Wurf mit einem Würfel. Einen nur noch, genau. Okay. Ich schmeiße ins Planschbecken. Der schwimmt jetzt da drüben. So ein Mist. Also, es heißt ja auch Kill Team und nicht Schwimmteam. Das ist jetzt. So Leute, das ist leider ein bisschen, ja okay, der ist nass geworden, der ist gut abgewaschen, so ein Mist, aber das, man, ja, es ist halt auch schlecht, wenn man spielt und das Planschbecken direkt daneben liegt. Dann wähle ich einen Schützen und jetzt muss ich gucken, die sind alle im Nahkampf, der könnte schießen und der Grott könnte schießen, der sich hier hinten so versteckt. 12 Zoll. Ich glaube, ich sehe deinen Sangua, oder? Hier unten durch würde ich jetzt. Mit Sicherheit, aber ich bin im Nahkampf. Ah ja, du bist im Nahkampf. Sehe ich, magst du mal von oben durchluren, ob ich deinen Typen da sehe? Claro. Gut. Also mein Grott, ein Schuss. Doppelte Reichweite wieder auf die 5. So, der landet jetzt auch gleich im Planschbecken. Okay. Dann bist du wieder mit einem Schützen dran. Ich bin fertig. Ach so, okay. Da, er kann schießen. Mhm. Deine Pistole schieße dann auf den Grottboy-Dings. Man. Mhm. Ja, aber du bist verdeckt. Ja, das heißt minus 1 und Fleischwunde minus 2. Doppelte Reichweite. Doppelte Weichheit minus 3, das heißt auf die 6. Nichts passiert. Genau, 6er sind übrigens Auto-Hits. Ja, also man kann nicht. 6er trifft immer. Gut. Dann geht es jetzt in die Nahkämpfe. Mhm. Wir beginnen wieder mit den Nahkämpfern, die angefangen haben zu chargen. Du darfst den ersten wählen. Was habe ich gecharged? Der da. Genau. Was würde mich das und kosten? Der da. Eine Taktik. Es gibt ja die Taktik, dass man zuerst kämpfen kann im Nahkampf. Kostet die wie viele Befehlspunkte? Bewegung, Nahkampfphase kostet 2 Befehlspunkte, habe ich leider nicht. Man könnte quasi für 2 Taktikpunkte als allererster kämpfen, außer der Gegner macht das auch. Mhm. Aber das geht leider nicht. Ich kämpfe jetzt mit ihm. Okay. 2 Attacken. Mhm. Auf die 3 Plus. Hier mal ein bisschen ran. Und triff 1. Okay. Ich habe Stärke 4. Verwunde mit minus 1. Gut, ich habe dann gleich wieder meinen Fleischwundenwurf. Ich hasse Kill Team. Kill Team ist eine Scheißspur. Und jetzt gebe ich einen Command Point aus für meinen Nahkampfexperten. Dann darf der Nahkampfexperte, nachdem ein Modell von mir seine Angriffe gewürfelt hat, sofort, bevor du den nächsten machst,
gleich zuschlagen. Ist das die Nahkampfexpertenregel? Mhm, das ist die Nahkampfexperten-Dingsbums. Ah, gut zu wissen. Also quasi die Nahkampfexperten-Taktik. Genau. Jeder der Spezialisten, Sprengstoff, Nahkampfspezialist, hat ein besonderes Dings. Mhm. Er bekommt zusätzlich immer eine Attacke automatisch und ich habe schnappt sie euch. Ein Befehlspunkt setzt diese Taktik in der Nahkampfphase ein, nachdem du mit einem Modell aus deinem Killteam attackiert hast, das war er. Mhm. Wähle einen Nahkampfspezialisten deines Killteams, das ist er, mhm. Der in dieser Phase noch nicht attackiert hat, du kannst mit ihm sofort kämpfen. Sehr gut zu wissen. Das heißt, das ist mein letzter Command-Point für diese Runde, der ist weg. Das ist wieder mein Sangor-Chef, das heißt, der hat zwei Attacken, eine dazu für die Sangor-Blades, eine weil er ein Nahkampfspezialist ist. Mhm. Der hat schon zwei Fleischwunden, das heißt minus 2, mhm. Das heißt, ich treffe auf die 5 plus. Okay. Okay, cool. Mhm. Stärke 4. Einmal mit minus 1. Entschuldigung, wo war das auf dem Brenner? Hier von dem, ja. Genau, auf dem Brenner. Einmal minus 1, dann würfel ich wieder eine 4, weil dann ausgeschaltet ist wahrscheinlich. Mist! Verdammt, das gibt's doch nicht. Wieso kann ich nicht da mal drunter würfeln? Ich könnte jetzt natürlich so einen Würfelwurf wiederholen, aber ich habe keinen Bock. Genau, und ihr dürft mich jetzt sofort neu positionieren. Das mache ich auch. 3 Zoll geht ein bisschen so nach hier. Mhm. Dann darf ich endlich einen auswählen. Ja. Ich kämpfe mit meinem Orc-Boy hier. Der hat 3 Attacken auf deinen Zangorius. Ja. Trifft auf die 3. Hat keine Fleischwunde. Mhm. Stärke 4, Widerstand 4. Genau. Oh, zweimal. Oh, zweimal. 5 plus Rettung. Nix. Jetzt ist er auf 0 reduziert. Jetzt würfel ich einen Würfel. Und der ist tot. Super, jetzt wollte ich mein Command-Point ausgeben, um mit meinen Nahkampfspezialisten zu hauen. ich dürfte mich 3 Zoll nachpositionieren. Mhm. Ja, was du hast, das mache ich jetzt auch zum nächsten Modell. Zack. Gut. Und das war's mit der Nahkampfphase. Jetzt weiß ich nicht, wie das ist. Kann ich den noch aktivieren? Jetzt nicht mehr, oder? Oder ist das auch wie in der 8. Edition, dass ich angreifende Modelle so mit Nachrücken noch aktivieren kann? Vielleicht schauen wir das kurz nach. Das schauen wir kurz nach. Also wir haben es nachgeschaut, es ist tatsächlich wie im normalen 40k auch, ich darf eine Einheit, die angegriffen hat oder angegriffen wurde, das mhm. ist hier zusätzlich, wählen und die darf auch die Schritte durchgehen, das heißt, er darf sich bis zu 3 Zoll neu positionieren, dann schlägt er theoretisch zu, es ist keiner da und dann darf er sich 3 Zoll neu ordnen. Mhm. Hin zum nächsten Modell, das wäre dann er hier, und ich gehe hier ein bisschen so in die Deckung rein. Haha, ich verstecke mich. Genau. Somit dürfte mein Modell sich jetzt auch 3 Zoll neu positionieren, oder? Mhm, genau. Und dann 3 Zoll neu ordnen. Ach, auch noch. Aber er darf nicht innerhalb von 1 Zoll kommen. Richtig. Mhm. Aber das würde trotzdem heißen, er kann 6 Zoll hier rüber gehen. Doch, darfst du. Du darfst innerhalb von 3 Zoll kommen, 1 Zoll kommen. Sagen wir dann, müssen wir dann nochmal kämpfen, oder Nö. Was? Nee. Dann ist man im nächsten Nahkampf einfach schon gebunden, oder ich wie? Ich glaube nicht, dass ich dich dann... Er hat ja schon zugeschlagen. Ich glaube nicht, dass er dann noch mal zuhauen darf. Aber ich darf mit meiner Nachrückenbewegung dich trotzdem nicht angreifen. Schauen wir noch mal ganz kurz nach. Ja. Also ich wähle jetzt meinen Orkboss und ich mache jetzt erst die 3 Zoll Nachrückenbewegung. Ja. Und dann darf er noch mal bis zu 3 Zoll, wie heißt's? Neu ordnen. Jetzt gehe ich innerhalb von 1 Zoll zu deinem Kämpfer. Warum? Genau, das ist auch hier so wie in der normalen, im normalen 40k. Beim Nachordnen und Neuordnen darf ich die Bewegung innerhalb von 1 Zoll eines Modells beenden, da das in der regeltechnisch nicht beschränkt ist. In der Bewegungsphase führe ich eine normale Bewegung aus. Also das heißt normale Bewegung. Eine normale Bewegung darf nicht innerhalb von 1 Zoll sein. Genau. Jetzt ist es so, mein Modell hat schon zugeschlagen, das heißt, ich darf auf dich nicht mehr drauf an. Ansonsten, wenn er nicht zugeschlagen hätte, wäre ich jetzt wieder dran. Ich kann ein Modell wählen, das innerhalb eines feindlichen Modells ist, was er jetzt ist. Dann könnte er jetzt wieder auf dich drauf an. Super. Okay, also so, wir hoffen, dass wir da natürlich richtig sind, aber es steht theoretisch so in die Regel. Genau. Also theoretisch ist es so. Ja, es wird bestimmt irgendwann ein FAQ geben, dann werden so Sachen, genau. Denke ich, mit Sicherheit klargestellt. Dann weitere Modelle haben wir nicht im Nahkampf. Ja. Das heißt, es geht tatsächlich schon Runde 3 weiter. Ja. Und soweit ich weiß, wenn man eine Kampagne spielt, kann man sogar ab Runde 3 irgendwie einen taktischen Rückzug machen. Mhm. Machen wir aber jetzt nicht. Wie funktioniert das mit Team aufgerieben und Moral?
Ah ja, stimmt. Stopp mal, müssen wir schnell mal ganz normal gucken, weil es sind viele Modelle gestorben. Also Moral, ja. Ganz kurz. Also jetzt kommt es noch zur Moralphase, das hätten wir jetzt fast vergessen. Und nachdem wir letzte Runde gab es keine Moralphase, genau. Deswegen haben wir die übersprungen. Diesmal ist relevant. Moralphase ist immer, folgt immer dem gleichen, der gleichen Abfolge. Erstmal muss ich prüfen, ob mein Killteam aufgerieben ist. Genau. Mein Killteam ist aufgerieben, falls alle Modelle ausgeschaltet, einen Nerventest nicht bestanden oder eine Fleischwunde haben. Genau, ist nicht der Fall. Genau, und das ist halt, einer hat eine Fleischwunde, einer ist gestorben, einer hat einen Nerventest, sind nur noch drei übrig, dann hat er, ist er aufgerieben. Das war nicht der Fall. Die zweite Möglichkeit ist, wenn mindestens die Hälfte der Modelle entweder einen Nerventest nicht bestanden, also erschüttert sind, eine Fleischwunde haben oder ausgeschaltet sind, ist das Team eventuell aufgerieben. Genau, das ist um das bei uns herauszufinden, beiden genau, das ist bei uns beiden der Fall. Um das herauszufinden, muss jetzt jeder einen Moraltest würfeln, den alten aus der 7. Edition mit 2 Würfeln und mit der höchsten Moral im Team. Das auf dem Feld ist. Genau, das auf dem Feld ist, richtig. Und mit 2 bis 6 unter den Moralwert würfeln. Wenn das so ist, ist wunderbar. Wenn ihr drüber würfelt, ist das Team aufgerieben und bleibt auch das ganze Spiel aufgerieben. Genau, jetzt schauen wir erstmal, machst du als erstes deinen Test mal. Auf ich habe meinen Chef, der hat Moralwert 8. Wunderbar. Passiert. Ich bin nicht aufgerieben. Ich muss auch testen. Ich habe nur noch eine Moral 7 auf der Platte und habe eine 5. Nicht aufgerieben. Nicht aufgerieben, nichts passiert. Wenn wir jetzt aufgerieben wären, müssten alle Modelle mit Fleischwunde immer einen Nerventest ablegen. Das heißt, richtig, sie würfeln einen W6 und müssen unter ihren Moraltest kommen. Genau. Jetzt gibt es hierzu aber auch noch Nerventest-Modifikatoren. Welche wären? Für jedes andere befreundete Modell, das erschüttert oder ausgeschaltet ist, kommt plus 1 zu dem Wurf. Das heißt, ich komme schneller über meinen Wert. Genau. Oder für jedes andere befreundete Modell, außer erschüttere natürlich innerhalb von 2 Zoll um das Modell minus 1. Genau, es wäre gut, wenn man bei anderen steht. So, und wenn man jetzt diesen Moraltest nicht schafft, also mit einem Würfel unter der Moral zu bleiben, dann darf das Modell einen Zug lang nichts machen oder besser gesagt so lange nichts mehr machen, bis es den Nerventest besteht, genau, weil es dann erschüttert ist. Richtig. Gut, ist aber jetzt hier nicht der Fall. Deswegen können wir jetzt mit der Runde 3 weitermachen. Genau. Dann wieder der Initiative. Okay, du darfst starten. Und zwar starten wir wieder ganz normal mit den Bewegungen. Genau. Und zwar ich muss jetzt schon langsam direkt überlegen, ob ich irgendwie taktische Finesse ins Spiel bringen soll. Oder einfach wie ein Orkstupide. Sanger Boy greift einen Grott, den Boy und den Chef an. Nein, den Chef, der ist okay. Achso, ja, dann machen wir es da wieder. Tun wir wieder den geheimen Tab Würfelboxhalter unter die Würfelbox. Ja. 2 bis 6. Boah, das war ja gekonnt. Ja, die 6 oben drauf. Ist cool, oder? Das muss man erst also schauen wir mal, das sind jetzt hier 8 Zoll, das heißt, die kommen überall hin, wo ich möchte. Du musst jetzt alle angreifen, das heißt, den zerreißt jetzt. Ja, peng, tot. Und zwar. Ich werde den Grotto greifen. Das ist der gefährlichste. Ich gehe zu dem Boy. Gut. Dann bin ich als nächstes dran. Ja. Mein Boy versucht, deinen Sango anzugreifen. 7 Zoll. Jawohl. Wow. Zack, der. Ja, geht hier hin. Zack, die Bohne. Dann mein Chef rennt. 4 Zoll. 5 normal. 4, 9 Zoll weit. Schauen wir mal hier runter. Sims. 3 Zoll. 1 Zoll vor. Plus 3 Zoll. 9 habe ich insgesamt. Sind es 4. Plus Base-Größe. Plus 1 nach vorn sind es 5. Hier mal noch hier. Passt. Dann mein Chef bleibt hier im Nahkampf stehen. Oder nee, Entschuldigung.
falsche Aktivierung, weil du könntest da dann vielleicht mit deinem noch rausgehen oder irgendwie sowas. Mein Grott. Mhm. Was will der machen? Ein Chef totschießen mit einem Schuss. Oder sich ganz feige verstecken. Ja, mein Grott geht hier rein und versteckt sich hier ganz feige da drin. Okay. Mein Ballerboy geht hier rüber, um vielleicht später auf irgendwas zu schießen. Mhm. Dann bleibt mein Chef, der Bossnob mit dem fetten Spalter hier stehen. Jetzt muss ja, okay, dann geh ich mit meinem raus. Ja, genau, das habe ich mir eben gedacht. Ja, weil dann kann ich halt jetzt auf dich schießen. Mhm, genau, aber es blieb mir nichts anderes ja. Gut, ich kann nichts mehr aktivieren. Dann habe ich hier noch einen Sangor innen drin, der auch schaut. Noch. Oh, doch, den zeige ich gar nicht. Dann schaut er, ob ich den hier angreifen kann. Mhm. Schauen wir mal, also ich sage beide von den Boys an, ihn nicht. 4, das wird nichts. Aber ihr könnt mir jetzt bis zu 4 Zoll bewegen. Okay. Und den hast du noch, oder? Genau, der kommt dann gleich danach. Ich gehe mal 4 Zoll hier ein bisschen so nach vorne. Gut. Aber eigentlich ja. Ist es immer ganz schlau, wenn man Angriff macht, gerade mit Einheiten, die sowieso nicht schießen können, ja. Weil man viel mehr Bewegung rausschlagen kann, richtig. Als wenn man sich normal bewegt. Und du im Schnitt bewegst du 7 Zoll, weil das ist ja. Immer weiter als der normale Bewegung. Das finde ich, also es fällt mir gerade so ein bisschen auf, das ist ein interessanter Du musst Tipp. Halt der Nachteil ist, du musst immer straight auf die jeweilige Einheit zugehen. Straight auf die nächste Einheit zugehen, wenn man es schafft, dann ist man im Charge und man kann halt auch nicht mehr schießen. Aber mit Einheiten, die eh nicht schießen können. Sowas wie ein Orkboy macht das eigentlich immer. Poxwalker, Orkboy und solche Geschichten sind eigentlich, fällt mir jetzt gerade auch auf, tatsächlich interessant, einfach immer Charges anzusagen. Wir haben übrigens die Kommandopunktphase vergessen. Du bekommst einen. Yippie, ich bekomme einen Kommandopunkt. Ich bekomme 2, weil mein Chef lebt. Ich habe jetzt 2. Ich habe 3. Gut. Psi-Phase, oder? Nein, dein Zauberer noch. Der Flamer. Genau, den muss ich, du bist durch mit aktivieren, oder? Mhm. Dann aktiviere den, damit er sofort losschießen kann. Ist zwar jetzt eigentlich uninteressant, aber... Ja, okay, ja. Ja. Ich schieße ihn mit nichts. So aber egal, ja, mein, was soll er hin? Dann Psi-Phase. Psi-Phase. Dein Zauberino. Mein Zauberino macht einen Zauberino. Das ist dann er hier, weil er der nächste sichtbare ist, da ich den nicht sehe. Mhm. Ich schaff's. Also er macht den Psi-Schlag wieder. Was kann er eigentlich sonst zaubern? Nix. Ich glaube, es gibt sonst keine Psi-Kraft. Achso, die können bloß den Psi-Schlag. Ich dachte, die haben selber auch eine Psi-Kraft. Nö, hier auf dem Datenblatt steht nichts. Ah ja. Boah. Also können Zauberer halt den Psi-Schlag. Ah, okay. Mein Zauberer ignoriert Fleischwunden für Trefferwürfe. Okay, der hätte vorher mit der Pistole vielleicht mal getroffen. Mhm. Aber nur der Zauberer. Ja, also es gibt auch, wir haben jetzt schon ein paar Kleinigkeiten bemerkt, die wir jetzt noch falsch gemacht haben. Das ist jetzt beim Probespielen noch so. Aber wir wollten einfach mal nur die groben Züge der Grundregeln hier darstellen. Genau. Dann Beschießungsphase, aber erst die Feuer. Phase für ihn. Entschuldigung, ich muss noch. Eine tödliche Verwundung. Auf wen? Auf den da, gell? Genau, auf den ersten Boy. Tot. Das ist so typisch. Weißt du was? Tatsächlich die ersten. Ich gebe meine 2 Command Points aus und mache jetzt dieses die Ork-Taktik. Ich gucke schnell, wie sie heißt, dass ihr das auch wisst. Nur eine Fleischwunde und ich würfle jetzt für 2 Command Points ein W6 und bei 4 Plus kriegt es bloß eine Fleischwunde. Okay. Ist klar, dass ich jetzt runterwürfe. Es ist doch er, oder wie? Ich glaube, der nächste, glaube ich, es ist doch echt zum Haare ausraufen. Ich hasse Kill Team. Kill Team ist das dümmste Scheißspiel, das es gibt. Nein, es macht, also Quatsch, Leute, es macht echt Spaß, aber es läuft einfach nicht so richtig. Das ist ein tolles Spiel. Dann Beschuss, oder? Mhm. Ihn habe ich gesagt, er bleibt stehen, das heißt, er schießt das allererste. Mhm. Es gibt keinen anderen, der stehen geblieben ist. Dann gebe ich ein Command-Point aus für das Fausensand-Ding. Das heißt, einer mit Flammenwerfer darf 2W6 würfeln und den höheren nehmen. Mhm. 6 Schuss. Sehr gut. Sauber. 1, 6. Und ich schieße natürlich auf den Boss-Typ. 6 Schuss, Stärke 4. Widerstand 4, oder? 4, ja. Dann auf die 4 Plus. Und dann gönne ich mir noch einen Command Reroll. Wunderbar. 3 Wunden mit minus 2. Der Boss, ich muss nur schauen.
Bossnob hat Leben. 7 Leben? Na Quatsch, 2. 2. Das heißt, er ist jetzt auf 0 reduziert, das heißt, er würfelt einen Verletzungswurf. Genau. Daneben zählt nicht. Na, das war eine 2 gewesen. Ja, aber. Okay. Also, mein Bossnob bekommt tatsächlich eine Fleischwunde. Das ist ja faszinierend, das haben wir ja noch nie erlebt. Fetter Spalter, eine Fleischwunde. Gut, und dann darfst du weiterschießen. Bist du in der Schuss? Ach ja, stimmt, ich darf schießen. Mein Grott sieht nichts, deswegen aktiviere ich meinen Grott, dass er. Okay. Obwohl, sieht er deinen Sangor? Nein, sieht er nicht. Okay. Dann schießt mein Rubric Gunner und schießt auch hier auf den Bossman. Mhm. Ich gebe hier einen Command-Point aus, damit ich wieder einen zusätzlichen Schuss habe. Bist du halbe Reichweite oder doppelte? Ich bin wieder halbe Reichweite, ich habe 24 Zoll und 12 Zoll, also unterhalb. Dann habe ich eine Fleischwunde. Bringt dir das bei den Treffer schon was? Nö. Fleischwunde bringt mir nichts. Ah, ja, gut. Nur dir. Mhm. Dein Trefferwurf ist schlechter. Das heißt, ich habe mich bewegt mit der schweren Waffe, aber ich bin ein Rubric Marine und ignoriere das. Genau, ich bin aber vermutlich verdeckt durch das Gelände. Ja, du bist auf alle Fälle verdeckt. Mhm. Das heißt, auf die 3 plus, oder? Na, minus verdeckt 1. 4 plus. Minus 1, ja genau, wie ihr verdeckt seid. Mhm. Das heißt, ich habe 2 Treffer. Stärke 5. Minus 4. Einmal. Mit minus 3. Dann schaue ich, ob er eine Wunde kriegt oder so. Ausgeschaltet. Es ist echt zum Haare ausraufen. Ja, das heißt, die Pistole schießt nirgends hin, dann können wir den Nahkampf nur würfeln und ich glaube dann. Ja, ich habe dann grillen wir was. Genau, dann grillen wir was. Okay, wer hat der Nahkampf? Du hast gecharged, oder? Mhm. Dann darfst du wieder anfangen. Ich habe 2 Attacken. Eine von Haus aus und eine wegen den Sangor Blades. Ich treffe auf die 3 Plus. Ich treffe einmal. Stärke 4. Eine Wunde mit minus 1. Dann verliert er Leben und ich schaue, ob er ausgeschaltet ist. Hey! Oh! Mein Ork, irgendein Orkboy bekommt eine Fleischwunde. Ich hau jetzt mal noch zurück mit 3 Attacken. Vielleicht kann ich dir den Sanker noch tothauen. Auf die 3. Ah, ich habe eine Fleischwunde, minus 1. Ja. Also auf die 4, passt trotzdem. Wunderbar. Stärke 4, Widerstand 4 auf die 4. Einer. 5 plus Rettung. Nö. Fleischwunde tot. Ausschalten. Ausgeschaltet. Jawohl, er ist ausgeschaltet. Und ich dürfte mich jetzt theoretisch 6 Zoll nachpositionieren zum nächsten. Ah ja, 3 Zoll nachpositionieren zum nächsten Modell. Ich weiß nicht, wer der nächste ist. Ich bleibe jetzt einfach so stehen. Und wir werden das Spiel tatsächlich hier beenden, oder? Ja. Gratulation, du hast gewonnen. punktetechnisch, du hast mir einen Haufen ausgeschaltet. Du könntest dich jetzt noch auf die Marker platzieren und so weiter. Genau. Da zählen wir nicht. Sehen wir uns noch in einer kurzen Nachbesprechung? Ganz kurz, oder? Ja, können wir machen. Ganz kurz. So, Spiel zu Ende. Nehmen wir mal die Brille ab, schaut ein bisschen höflich aus. Erstmal gratuliere, Prost auf deinen Sieg. Ja, yeah, ich habe die Regeln verstanden. Also Resümee, ganz kurz. Das war jetzt unser zweites Spiel. Wir haben tatsächlich noch mal einiges nachschlagen müssen, ja. Aber es geht. Also wenn man 40k-Erfahrung hat, kommt man rein. Also ich sag mal wirklich 2-3 Spiele und dann hat man es, glaube ich, zum Groben. Es ist tatsächlich eigentlich, bis auf die abwechselnde Initiative ist eigentlich und die Modifikatoren, ist vom Grundprinzip alles genau wie im großen 40k. Mhm, ziemlich, ja. Man ist sich tatsächlich beim Anfang beim Spielen halt unsicher und sagt immer, ah, ist das tatsächlich wirklich im Großen? Und dann stellt man immer fest, ja, ist es tatsächlich wie im Großen. Ja, man kann mal, weil man immer Angst hat, dass man was verwechselt oder so. Ja. Das Schöne, ja. Also ich finde cool dran, es geht schnell. Also wenn man die Grundregeln mal, also 2-3 Spiele, dann ist man drin. Dann geht es echt voran. Ja. Und dann ein normales Spiel dauert 4 Runden mit 100 Punkten, das heißt, es geht flott, also eine Stunde maximal. Ja. Also, es ist tatsächlich so, dass ich auch glaube, in der Zeit, wo man normal ein großes 2000 Punkte Warhammer Spiel macht, kann man hier schon fast eine Kampagne durchspielen, so ungefähr. Also, grob. Ja, also 3 Spiele, also wie gesagt, 3 Stunden, 3 Spiele, also das bekommt man auf alle Fälle. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es auch wahnsinnig interessant ist, tatsächlich mal 3 bis 4 Spieler zu spielen. Das wird, glaube ich, echt Spaß machen, mal sowas. Dann kann man sie vielleicht auch so ein bisschen verschwören gegeneinander und Grüppchen. Ja.
Also, wie gesagt, mir macht, ich finde das Spiel toll, obwohl ich jetzt in beiden Spielen total ausradiert wurde, aber ich kennt ihr, das kennt ihr alles aus dem Battle Reports, ich verliere tatsächlich immer. Es ist ja sowieso, also man muss das schon mal mir auch für gut halten, was ich für ein Wahnsinns-Hobbyist bin, dass ich alles und also wirklich zu 90% jedes Spiel verliere und trotzdem dabei Das ist aber tatsächlich auch nur vor der Kamera so. bleibe. Das stimmt, also wenn man eben mit Filmen, ich gewinne auch manchmal, so ist es nicht, aber Ja. die Battle Reports, gell, die ist. Ja, ist Nee, guck's. lustig. Okay, es kommen auf jeden Fall, weil uns das Spiel beiden gefällt, werden öfter mal Kill Team Bad Raps kommen, weil man das auch mal zwischendurch mal schnell machen kann, weil wir haben Ja. ja auch nicht immer groß Zeit für ein großes Spiel. Aber keine Angst, Warhammer wird trotzdem bleiben, also normales Warhammer. Absolut. Aber diese Kill Team Scharmützel machen mir sehr viel Spaß. Vielleicht schaffen wir auch mal was zu dritt oder zu viert. Ja, wenn man einen Tag Zeit hat, kann man da gerne mal drei, vier Spiele spielen. Also das ist Genau. überhaupt. Und mal gucken, wir werden jetzt noch mal ein bisschen grillen und dann auch vielleicht noch mal eins machen oder vielleicht auch so noch mal eins spielen, das schauen wir mal. Es macht auf jeden Fall Spaß, ich kann es jedem empfehlen. Gerade wenn man schon seine Warhammer-Sammlung hat, sage ich mal, dann ist man echt nicht verkehrt dabei, wenn man, ich weiß nicht, für 30 Euro oder was es kauft, dieses Regelbuch kauft. Ich weiß jetzt nicht, was es kostet. Und dann kann man, weiß, man hat ja alles, man hat Gelände, man kann sich ja eben, wie wir das vorhin gezeigt haben, einfach so einen kleinen Rahmen basteln, in dem man sich bewegt. Man Jo. kann es natürlich auch mit Würfeln oder mit irgendwas anders ablegen. Also man muss sich theoretisch, wenn man schon Warhammer 40k Spieler war, nichts dazu kaufen. Die Marker könnte man sich selbst einfach ein paar Marker ausschneiden, auf Ah. dem einfach raufschreibt, gerannt. Also das ist alles, da kann man improvisieren. Das Schöne finde ich am Kill Team, erstens, es ist sehr motivierend, schönes Gelände zu bauen. Und die Modelle auch anzumalen, gell? Die Ja. einzelnen. Erstens das, genau, schöne Modelle. Und man kann mal, jeder kennt es ja, man findet zum Beispiel irgendeine Armee schon seit Jahren super cool, hat aber so viele Projekte schon rumstehen, dass man eben die nicht anfangen will. Und da ist ein Kill Team, dass man sagt so, ach, die Bausensans, die sind so cool. Und da kaufen wir eben dann eine Box Rubrik Marines, die male ich schön an und spiele die als Kill Team. Da drüben stirbt gerade jemand. Ja, das sind wieder die Geräusche aus dem Hafen. ja, Das ist also. halt cool, oder Harlekine. Ich will keine ganze Harlekine-Armee bemalen. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wo wir gestern, oder nicht gestern, letztes Spiel gemacht haben, wo du Admech gespielt hast, die haben mir sehr gut gefallen. Die Admech-Armee, sag mal, die Modelle gefallen mir auch an sich sehr gut. Und ich bin tatsächlich angehalten und ich bin am Überlegen, ob ich mir einfach mal so eine Standardbox von den Admechs kaufe und da mal eine anmal, weil die schön sind. Und für so ein Killteam ist echt so, man kauft sich mal für 20 Euro eine so eine Standardbox und dann hat man schon fast ein Killteam. Vielleicht noch Ich ein. verkaufe dir einen Gussrahmen für 15, die haben noch welche daheim. Was denn? Das wäre Überlegung, weil die haben mir wirklich gut gefallen und die waren auch gut. Also ich finde die Admech, Ja, glaube die ich, ist echt gut cool. im Killteam. Coole Armee. Ja, wir werden hier noch ein bisschen rumtesten, verschiedene Armeen spielen. Also mein Fazit ist auf jeden Fall, Kill Team, schönes Spiel, macht Spaß, schön für zwischendurch und mal eine Abwechslung zu den großen Spielen. Ja. Man muss nicht so viel Zeug mitnehmen. Man kann auch drei, vier verschiedene Kill Teams mitnehmen und wir könnten jetzt zum Beispiel, wenn wir später nochmal einspielen, gleich wieder jeder eine komplett andere Armee spielen. Es ist schnell ausgehend. Das ist sehr gut für mich. Ja, genau, weil du spielst eh nie zweimal hintereinander gleich. Aber ich denke, wir werden jetzt tatsächlich dann auch mal gucken, wie es dann ausschaut mit einer Kampagne. Oh yeah. Dass wir jetzt dann mal eine Kampagne auch direkt starten, weil jetzt sind wir einigermaßen eingespielt. Und mal schauen, wie das dann ist. Da muss ich mir nämlich tatsächlich muss man so ein bisschen reinlesen, wie das dann ist, wenn Modelle im Spiel gestorben sind, wie man die beim nächsten wieder mitnehmen darf und so weiter. Das war mir noch ein bisschen unklar Ja, alles. das ist ein bisschen komisch, Team. Ich wollte eigentlich auch noch ein Video dazu machen, das ist aber bis jetzt eben noch nicht gekommen, weil mir das alles noch ein bisschen unklar war, wie das dann funktioniert. Ja, somit glaube ich, das passt für jetzt. Das Spiel war okay. Also, ihr habt jetzt so ein How-to-Play Kill Team Spezial Battle Report gesehen. Die nächsten Battle Reports werden wieder ein bisschen gerafft. Also werden nicht so lange dauern. Ja. Da klären wir nicht mehr alle Regeln, sondern da geht es einfach wieder zackig dahin. Und somit sind wir raus. Tap out und jetzt wird gegrillt und ins Planschbecken gehüpft. Ja. Servus. Übrigens, ab 1 Dollar im Monat gibt es alle Videos ohne Werbung auf Patreon. Folgt mir einfach. Servus.